Innerhalb einer Woche brachte ich zwei Videos raus, die entweder mit Flizzmans neuem Album zu tun hatten oder mit einem der Rapper, welche auf diesem Album vorkamen. Und nach wenigen Tagen, um genau zu sein, gestern Morgen, wurden beide Videos von ihm bzw. seinem Management gesperrt. Und zusätzlich blockiert er mich noch auf sämtlichen Social Media Plattformen. Und jetzt kommt das Geilste. Ich wurde von YouTube selbst verwarnt und des Mobbings und der Hassreden beschuldigt. Über 10.000 Klicks, was in zwei Tagen für meinen Kanal extrem viel ist, knapp 300 Kommentare unter den Videos und natürlich die Videos selbst sind jetzt erstmal einfach weg. Und das Beste kommt zum Schluss, YouTube sperrte meine Funktion, Livestreams durchführen zu können für ganze 3 Monate, sollte mein Einspruch nicht berücksichtigt werden, den ich ihnen sende. Es ist das gute Recht eines jenen Künstlers und Labels, Videoinhalte sperren zu lassen, die urheberrechtlich geschützte Inhalte jener verwenden. Und obwohl YouTube und deren Künstler vor allem im Rap-Bereich davon leben, dass Werbung gemacht wird und auf die Songs kurz reagiert wird. Und es gang und gäbe ist, dass der YouTuber dann natürlich den Künstler und das Album verlinkt, damit die Leute es kaufen können. Obliegt es dem Künstler und dem Label natürlich nach wie vor, audiovisuelle Inhalte sperren zu lassen. Und versteht mich nicht falsch, das ist nicht das, woran ich mich störe. Im Gegenteil, ich habe sogar Verständnis dafür. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, dass die restlichen mindestens 50% des Videos, wo ich einfach nur meine persönliche Meinung abgegeben habe und keinerlei dieser Inhalte vorhanden sind, die man sperren kann, ebenfalls gesperrt wurde, regte mich genau das dazu an, die Berechtigung dieser Aktion zu hinterfragen. Denn wozu sollte jemandem das Recht eingeräumt werden, meine eigenen Inhalte nach Belieben löschen zu können? Warum also wird dem einen das Recht gewährt, über seine eigenen Inhalte bestimmen zu können und diese natürlich auch löschen zu können, während einem anderen dieses Recht wieder genommen wird? Ich habe mich tatsächlich die letzten 30 Stunden fast durchgängig damit beschäftigt, zu verstehen, was da geschehen ist, mich zu belesen und ähnliche Fälle rauszusuchen. Und extrem lange darüber nachgedacht, was ich nun aus der ganzen Sache mache. Und umso tiefer ich in dieses Thema eintauchte, desto klarer wurde mir, was da wirklich abging. Es ist kein Geheimnis, dass Flizzman in den letzten Jahren extrem dafür bekannt geworden ist, Videos sperren zu lassen, die ihm einfach nicht passen. Seien es Künstler, die Songs mit ihm oder über ihn gemacht haben. Bereits nach 15 Minuten ließ Flizzman im Vorfeld noch erklärte, ihm ging in der Diss-Track am Arsch vorbei, Zitat, das Video auf YouTube sperren. Seine Song- und Albumreaktion oder seines Berichterstatter und YouTuber, die sekundenkurze Videos oder Bilder von ihm nutzten. Er unterdrückt jegliche Kritik an seiner Person und YouTube lässt sein Label gewähren, um weiterhin willkürlich Videos zu sperren. Im Klartext heißt das Ganze doch einfach nur, dass hier gegen eines unserer Grundrechte verstoßen wird. Und zwar unsere Meinungsfreiheit. Das heißt, wenn Marvin oder ich oder sonst wer sein Wort ausspricht, dann war das unsere freie Meinungsäußerung. Und Rap ist nichts außer freie Meinungsäußerung. Und du, ein Rapper, der in dieser Sparte existent ist, wenn du die freie Meinungsäußerung verbietest, bist du kein Rapper. Und das finde ich sehr traurig. Und das Beste kommt noch, denn selbst das Video, was ich brachte über Sinan G, welcher wiederum Kontakt mit mir aufnahm und ich das einen Tag später hochlud, wurde gesperrt und als Grund für die Sperrung, da YouTube bei jeder Sperrung ungefähr wissen möchte, um was es sich da handelt und die eine Angabe von demjenigen, der diesen Claim, also diese Sperrung hervorrufen möchte, einfach mal haben wollen, konnte ich bei mir im Videomanager natürlich nachvollziehen, welcher Grund das ist. Da gab unser lieber Flizzman folgenden Grund an. Und nicht nur, dass es diesen Song natürlich nicht gibt und er natürlich auch nicht im Video vorkommt, sondern auch noch die Tatsache, in einem offiziellen Beschwerdeformular von YouTube beleidigend wird, sagt schon einiges über diese Aktion aus, denke ich. Doch dem noch nicht genug, ich bekam von YouTube im selben Zug folgende Nachricht. Und auch Abonnenten, die das Video noch einmal sehen wollten, bekamen diese Nachricht hier. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie sauer und enttäuscht ich einfach nur bin. Jeder Zuschauer auf YouTube ist in der Lage, ein Video zu melden, wenn er sich dadurch persönlich angegriffen fühlt, egal in welcher Form. Bei schwereren Vorwürfen jedoch, wie zum Beispiel Drohung, Beleidigung, Gewaltverherrlichung, sexuelle Inhalte, Mobbing, Belästigung, rechtsextreme Inhalte, Hassreden, Aufruf zu hetzen oder anderen ähnlichen Straftaten,
erwartet man jedoch, dass YouTube das einmal etwas gewissenhafter überprüft. Und das Ganze wird sogar von YouTube selbst versprochen. In diesem Fall scheint das nicht passiert zu sein, weil sonst wäre mein Video nicht gesperrt worden. Ich und viele andere, die das zweite Video über Sinanji sahen, konnten die klare Kennzeichnung von Satire bzw. Parodie erkennen. Und diesen Inhalt mit Hassreden, Belästigung oder Cybermobbing gleichzusetzen, gibt mir dann wiederum zu denken, was YouTube wohl von den ganzen Formaten halten muss, die in eine ähnliche Richtung des Humors bzw. der Comedy driften. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt. In den nächsten Tagen werde ich sämtliche Videos wieder hochladen. Jedoch natürlich überarbeitet, sprich ohne auch nur einen einzigen Ton von Flissmanns bahnbrechender, trendsettender Musik verwenden zu müssen, die auf dieser Welt noch nie jemand zuvor gemacht hat. Boah, vor allem nicht die Amis. Dann werde ich mich morgen mit einer persönlichen Botschaft an Sinanji zurückmelden, welche hier wohl keiner erwartet hätte. Und im Anschluss gibt es natürlich noch den Re-Upload zu meiner Flizzy-Album-Reaktion. Und zusätzlich reagiere ich auf eure Kommentare. Und letztlich wird es zwischen Montag und Mittwoch einen Re-Upload zu dem Video geben, was ich über Sinanji gemacht habe und wo es jetzt zu diesen schweren Vorwürfen kam, von denen ich die ganze Zeit geredet habe. Und wir werden gemeinsam Stück für Stück analysieren, ob diese Anschuldigungen von YouTube gerechtfertigt sind und ob bzw. wo ich zu weit gegangen bin. Und zeitgleich werde ich mich darum kümmern, dass meine Beschwerde bei YouTube abgegeben wird und ich ihnen den Unterschied zwischen Satire, Humor, Parodie und einer Hassrede und Cybermobbing, ich komme immer noch nicht auf diese Begriffe klar, näher bringen zu können. Und dabei könnt ihr mich sogar unterstützen und mir einfach mal ein paar YouTuber schicken, die tatsächlich in solchen Bereichen sich bewegen, sodass ich diese Links in der YouTube-Beschwerde sogar noch anfügen kann, mich alles Menschenmögliche versuchen kann, damit die diese ungerechtfertigte, dreimonatige Livestream-Sperre endlich aufheben können. Schöne Grüße jetzt auch nochmal an unseren lieben Herrn Flissmann, dessen Namen ich dann in Zukunft, wie viele andere YouTuber mittlerweile auch, nicht mehr erwähnen werde. Ihr könnt euch sicherlich an das Interview von Flissmann oder, na, ich werde jetzt einen anderen Namen oder Pseudonym verwenden. Copyright Striker. Und ich mich selbstverständlich dieser neuen, bahnbrechenden Zensurstufe beugen möchte, werde ich natürlich in Zukunft absolut akribisch darauf achten, dass keinerlei Bilder, Videos oder Musik von dir und deinem Sch** auf meinem Kanal landen. Vielleicht solltest du dir nochmal in Ruhe überlegen, ob das Rap-Game wirklich was für dich ist, wenn du nicht mal mit der harmlosesten Kritik umgehen kannst, Alter. Und du kannst uns und dir natürlich weiterhin gerne was vormachen, dass ich überhaupt keine Rolle für dich spiele, aber du dir dann übel Zeit nimmst, um meine Videos zu löschen bzw. mich auf Social-Media-Plattformen zu blockieren. F-L-E. Komisch. Was du von deinen Fans wirklich hältst, kann jeder für sich selbst reininterpretieren, wenn man sieht, wie du Leute behandelst, die seit 15 Jahren und seit mindestens CCN-Zeit irgendwie hinter dir stehen und dich sogar in der letzten von dir gesperrten Album-Reaction positiv erwähnt hat. Auch wenn ich natürlich ehrlich war und gesagt habe, dass dieses eine Album nicht mein Geschmack war, tut es mir ehrlich gesagt im Herzen weh zu wissen, dass in den letzten 30 Jahren Rapper für dich gekämpft haben und für dich gestorben sind, um dir den Weg zu ebnen und das Privileg Meinungsfreiheit im Rap-Game zu garantieren. Vorbilder, Freiheitskämpfer, unsere und hundertprozentig auch deine Helden des Raps, damit genau du dieses Recht bei anderen jetzt unterdrücken kannst. Irgendwann kommt alles zurück. Was für ein wundervoller Songtext das doch ist.